Hallihallo und Servus YouTube, herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung. Heute gibt es einen Massive Ferguson 7626 für euch mit ca. 240 PS. Ja, das Besondere ist, es ist der erste anständige, gute Massive Ferguson im LS15. Alles andere war einfach nur, ja, zum Augen verdrehen und wegschauen. Der Mod ist vom Smeti bzw. Czech Mod Team. Das sollte eigentlich schon reichen, um uns fast ein 5-Sterne-Bild hier gleich oben hin zu klatschen. Ganz so einfach, finde ich, ist es bei dem Mod allerdings nicht. Wir schauen uns gerne mal hier den Shop, den Mod an. Natürlich haben wir wieder ein tolles Shop-Bild mit Logo, passt perfekt. Genau, 125.536 ist der Preis. Ist relativ günstig, muss ich sagen, für die Leistung. 270 PS sind hier angegeben. Nee, sorry, ich war gerade noch beim falschen Mod. 260, stimmt schon, 60 Euro Unterhaltskosten, wunderbar. Die Lok ist hoffentlich doch auch fehlerfrei, schauen wir gleich nach. Jetzt fahren, noch weiter oben, jawohl, hier ist der Massive Ferguson in der obersten Reihe. Und wie ihr seht, seht ihr nichts, also fehlerfrei, das ist schon mal sehr schön. Ja, schauen wir uns mal. Ihr müsst entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet, beziehungsweise ich war die letzten Tage ein bisschen erkältet. War zwar trotzdem sehr aktiv draußen auf dem Feld und hab gefilmt, aber ja, die Stimme scheint es mir nicht gut zu wollen. Also wir haben hier die neuen tollen Trellbock-Reifen, Felgen, alles in Ordnung. Wobei ich finde, dass diese Art von Felgen mir relativ ein bisschen simpel vorkommt. Ich würde mir gerne wünschen, dass diese Felgen hier einfach ein bisschen detaillierter sind und nicht alle gleich aussehen. Ich glaube, das macht einiges her vom Traktor. Ja, hier haben wir AdBlue. Das ist schön, dass das auch gekennzeichnet ist. Und den Kraftstofftank. Man muss sagen, die Aufschrift ist, ja, nicht mal verpixelt, wenn man näher rangeht, aber von der Distanz auf jeden Fall nicht zu sehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Was halt schön ist, ist die schöne Schnauze. Das ist echt toll. Die Lichter natürlich. Vorne, Fronthydraulik, die Reifen. Ich muss halt wirklich sagen, dieser Mod ist nicht so detailreich wie andere Smeti-Mods. Das finde ich ist schade. Wir können uns auch hier mal den Ding anschauen. Den Auspuff, der ist einfach nur glatt und hat keine einzelnen, ja, Löcher quasi. Topcon ist hier auch installiert, also so ein GPS-Modul, schätze ich mal. Hinten, ja, sehen wir jetzt auch nicht so viel, sieht halt normal aus, sage ich mal. Wir können gerne mal unter den Traktor schauen, wie ihr seht, seht ihr relativ wenig, bis auf schwarze Blöcke. Und ich finde halt wirklich, was den Detailgrad angeht, finde ich den Mod jetzt nicht so Wahnsinn. Also, von optisch... Ja, okay, macht einen guten Eindruck, das ist nochmal das Wichtigste, aber an sich, der ganze Mod besteht aus sehr, sehr wenigen Details und ich glaube, auch wenn man unter die Motorhaube schauen würde, ich weiß nicht, ob das geht glaube ich nicht, dann würde man, glaube ich, auch sehen, dass darunter nichts mehr ist. Optisch, okay, der Massive Ferguson von vorne ist in Ordnung, mir gefallen die halt in der Realität nicht wirklich so, aber okay, er sieht schön aus, ist schwer, was ich mir ein bisschen gedacht habe, dass vielleicht das Dach etwas zu dunkel sein könnte, finde ich. Also wenn ich mir so andere Massive Ferguson vorstelle, sind die Dächer meistens etwas heller. Ja, und noch ja, und noch ein Punkt ist, auch wenn man sich mal hier die Kotflügel anschaut, also vor allem diese Gummilappen, die hinten noch wegstehen, dann sieht das, finde ich, echt ein bisschen sonderbar aus. Ich denke mal, vielleicht sollten die einfach ein bisschen mehr gekrümmt sein. Und dann würde ich mir denken, dass es auch besser aussieht. Das ist halt, finde ich, so ein... Ja, so ein Punkt, wenn ich von hinten drauf schaue, gefällt mir das nicht so. Na gut, testen wir mal die Lichtfunktion. Rundumleuchte funktioniert. Vorne Arbeitslicht auch. Das ist sehr schön, dass das richtig toll aussieht. Das sieht echt toll aus. Da haben wir wieder einen hohen Standard vom Smeti. Ja, fahren wir mal, denke ich, würde ich sagen. Höchstgeschwindigkeit sind ziemlich sicher 50 km/h. Wir haben auch ein paar Funktionen, das seht ihr gleich noch. Genau, 50 km/h, Strich 50 fährt da, wunderbar. Weil ich sagen muss, allerdings haben sie die Reifen auch wirklich schön groß gemacht. Die gehen wirklich bis unter die Kotflügel rein. Also echt gut. Nicht zu viel Abstand, also sehr gut gemacht. Die Innenansicht, Freunde. Ja, okay. Wir haben wieder die ganzen typischen CMT-IC-Steuerungsmöglichkeiten. Wir haben eine Klimaanlage hier, die wir ausschalten können. Also ein kleines Gimmick, das jetzt nicht viel ausmacht. Hier vorne wieder eine Sonnenblende, Sonnenschutz. Rechts einen zweiten Computer, der uns entweder ja, einschalten lässt oder ausschalten. Topcon heißt da. Ja, wir haben hier rechts mal eine Drehzahlanzeige und vorne hier eine kmh-Anzeige. Allerdings, oh, er zeigt Richtungswechsel an, das ist schön. Und normalerweise auch
Die Drehzahl, genau. Vorne ist ein Drehzahlmesser. kmh werden digital angezeigt. Und ja, ansonsten die ganzen Anzeigen sind da. Wenn man das Licht anhat, sind sie auch da. Dann wird nur das Lichtsymbol, wow, das Lichtsymbol wird erscheinen und auch der Drehzahlmesser wird beleuchtet. Genauso wie hier. Radio, Klimaanlage, die ganzen Objekte alle beleuchtet werden. Das sieht wieder sehr gut aus. Also ich muss sagen, von der Innenperspektive wieder top. Auch der Stuhl und so weiter sitzt nicht schlecht, nicht schlecht. Ich zwar nicht, wie gesagt, finde auch wieder nicht so detailreich wie bei manchen anderen. Auch die Spiegel finde ich hier ist schlecht aufgeklebt. Das finde ich kann Smeti besser. Also ich finde, es ist hier kein Parademod vom Smeti. Er ist optisch sehr in Ordnung. Ich würde ihm vom optischen her, ohne den jetzt auf meinen Geschmack von dem Traktor aussehen, auch einzugehen, dem schon 5 Sterne geben. Ja, von der Innenperspektive, ja, nicht so 4 Sterne. Es kommt halt das Gesamtpaket. Wenn man das Gesamtpaket ansieht, finde ich, würde ich dem nur 4 Sterne geben. Was immer noch gut ist. Und ich finde auf jeden Fall auch, dass das der beste Massey Ferguson ist, den wir je hatten. Wir können natürlich eben noch die Lenksäule einklappen. Links die Tür aufmachen, rechts die Tür aufmachen. Geht nicht bei allen größeren neuen Traktoren. Und natürlich auch noch die Heckscheibe. Obwohl man sieht hier nicht viel von der Heckscheibe. Das ist das Lustige. Und wir haben auch kein Dachfenster, so wie ich das sehe. Nö, haben wir nicht. Jo. Das waren die Funktionen, Leute. Jetzt haben wir noch ein Gimmick und zwar sind das Doppelreifen. Die sind hinten, die passen absolut. Was mich ein bisschen stört, sind die vorne. Die haben so einen breiten Abstand, dass ich das fast schon nicht mehr normal finde. Es sieht einfach irgendwie hässlich aus. Es kann schon sein, dass es das normal ist, aber ich kenne das anders, dass der Abstand da nicht so groß ist. Gut, wir haben die eigentlich meistens auch nur hinten. Wir brauchen die nur hinten. Die Zwillingsreifen. Aber trotzdem, also ich weiß nicht so, was ich davon halten soll. Ansonsten sehen die Zwillingsreifen gut aus. Ja, ich finde sie zwar echt sehr, sehr wuchtig. Also ich würde mir da fast schon lieber die vorderen weglassen. Dann sieht das noch wuchtiger aus. Das ist schon Wahnsinn. Also, ja. Sieht halt schon ganz wuchtig aus. Man kann da schon ein bisschen mit einem 10-Meter-Grubber oder so mal auf dem Feld rüberheizen. Dann macht das sicherlich einen tollen Eindruck. Ja, Freunde, das war's mit dieser Mod-Vorstellung. 4 gute Sterne gibt es, finde ich. Es ist ein guter Mod von Smeti, nicht sein bester. Und finde ich auch etwas unter seiner Qualitätsleistung. Kann auch sein, dass er den relativ schnell gemacht hat. Da will ich nichts einwerfen. Aber ich bin froh, vor allem glaube ich Carbon freut's, dass er mal einen anständigen Massey Ferguson hat. Und alle Massey Ferguson-Fans sowieso. Das war's von mir. Ich bin raus. Macht es gut, Leute. Servus.